So, ich bin am Lech an der 23er Lechstufe. Da bauen sie gerade eine neue Fischtreppe. Das Wasser, was jetzt da runterfließt, das ist nur vom Bach, der auch in die Fischtreppe integriert ist. Und die müssen wir mal anschauen. Wie gesagt, wenn hier mal oben angeschlossen ist, dann wird der Wasserstand um einiges höher sein. Der alte Weg vom Bach. Jetzt müssen wir hier irgendwie über die Straße. Da kann ich jetzt erstmal nicht folgen. Thank you.
Wir haben ein bisschen ausgeweitet. Wenn es oben angeschlossen ist, noch viel mehr Wasser drin sein. Es ist noch nicht gekommen, glaube ich, ist mit dem Ausweiden des Baches. Jetzt komme ich da nicht mehr so ganz hin. Hat ja lauter Büsche und Bäume. Okay, schalten wir mal ab, bis wieder was geht. Naja, okay. Mit Ende 2016 ist wohl noch nichts geworden. Naja, macht da nichts. Oh, hier nähern wir uns den Einlassbauwerk. Wie es ausschaut, haben wir auch überhalb den Einlassbauwerk den Bach ein bisschen verändert. Ich bin nur gespannt, achso, das macht dann noch ein S, das Ganze, jetzt da. Man sieht eindeutig, hier ist noch kein Wasser drin. So, hier ist Einlassbauwerk, was auch für verschiedene Waschstände geeignet ist, die hier auftreten. Also ich nehme an, drei Einlässe, drei verschiedene Wasserhöhen. So. So, und wenn jemand den Einlass von der Wasserseite sehen will, Testfahrt auf der 23er mit dem Kajak, da war ich direkt davor.
Ja. Das war's so jetzt. Hier ist ja noch alles belassen. Und da sieht man auch nichts, wenn ich da entlanglauf. Okay. Schauen wir mal, ich schätze mal, so Eröffnung schätze ich mal so, naja, ein Monat vor der Bundestagswahl. Okay. Ja, hier bin ich mal gespannt, ob der Biber hier nicht ganz gerne mal den Fischpass da versperrt. Ja, da kann man nur hoffen, dass mehr Wasser den Kies sauber spült.